vorne auch nicht da. Ich find's ja nicht mal. In der Basis auch nicht drin. was mit dir hier eigentlich? Die Wache interessiert mich jetzt gerade nicht wirklich. Das, ich will ja nicht schlafen. Weil wir nicht schlafen wollen. Und, nur, und auch nicht sollen eigentlich. Was ist denn das? Wie liegt das? Hab's nicht, ich finde es nicht, es soll hier irgendwo sein. Aber wo? Ach, da wäre es gewesen. Direkt am Rand. Ja, toll, hätten wir auch lange suchen können. Super, wieder Mission gescheitert. Und die Eltern wollen uns wieder nicht haben. Was haben wir ganzen Babys? Der kann schon einen Kindergarten aufbauen, ey. Ja, das war ja wieder rein voll. Da wussten wir relativ schnell, wo das ist, aber wir haben es gar nicht gefunden. Ah, da liegt das dann. Aber ich kann mir beim nächsten Mal noch merken, ne? Was ist hier für einer? Mensch, ich spüre, dass du nach einem Sinn in dem suchst, was wir Leben nennen. Du solltest in meinen Orden eintreten. Aha, was ist das für ein Orden? Ich würde gerne wissen, was da für Typen sind. Was soll ich jetzt tun? Oh, sie kommen genau zur rechten Zeit. Sie sind wie ein Engel aus dem Himmel. Ich brauche ihre Hilfe. Sie müssen eine Gruppe Garner verschrecken, die Stadt terrorisiert. Wenn das so weitergeht, wird die Stadt noch zerstört. Das ist perfekt für mich. Ich muss wieder performen. Ich muss wieder die Performance bekämpfen. Ja, wirklich. Danke. Sie müssen unser Ziel dorthin. Ja. Armer Harachschrein wird zerstört, wenn wir nicht etwas unternehmen. Die Magistraten und die Autogang kämpfen gegeneinander. Ich bin der Einzige, der diese Gewalt beenden kann. Sei bitte vorsichtig. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst, dann werden wir da mal hingehen. So, wieder ein bisschen aufräumen und die Performance wieder halt zu niedrig bringen. Also wir müssen die von unten, wir müssen die hochbringen, besser gesagt. Kann auch eine Aufgabe sein, spielen, ne? Mann, ist immer so viel los hier. Ja, Leute, dann läuft doch wahrscheinlich in 10 Frames oder so. Ja. Einer tot bleiben vielleicht, haben wir ein bisschen weniger zu tun. Ich weiß, ich bin kaputt. Ich weiß, ich bin kaputt von dem. Ja. Ja. Ja, läuft hier ziemlich langsam momentan. Tut mir aber leid, aber naja, für dieses Abenteuer ist auch nicht so schlimm, wie gesagt, finde ich zumindest. Ah. Der ist mal weg. Der ist weg. Ich will auch mitmachen. Ja. Was ist? Oh, der hat ihn liegen lassen. Ich will einen Reißball haben. Den Reißball nicht haben. Nicht das Schwert, sondern den Reißball. Danke. Mann, war nie so schwer. Ah. Der ist außer Effekt gesetzt. Ja, ein paar Leute zu viel. Ich will schon was dagegen tun. Hier bin ich. Kämpf doch mit hier, mit mir. Hier. Masahashi. Oh, da habe ich ein bisschen gepennt. Oh, da war nix. Ja. Ein Schwerter hier, läuft nur noch viel mehr als im ersten Teil übrigens. Ja, ich kämpfe ja gegen den, ja super. Wollte ich gar nicht, aber naja. Ja, komm her. Ach so, unterdrückt.
Also geht doch. So, hier die Performance wieder in geordnete Bahn gelenkt. Ja. Ich weiß gar nicht, was das ist, wie gesagt. Ja. Na, beim nächsten Mal läuft das ja wieder besser. So, hier haben wir mal wieder was getan für die Bevölkerung. Ja, ja. Ja. Was ist für einer hier? Reisender. Jo. Verzeihung. Jo. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Bist du wegen Malkase hier? Nein, kein Interesse. Ich verstehe, dann geh bitte weiter. Was ist das überhaupt für ein Typ, echt? Jo. Sie sind sicher. Unsere Stadt ist sicher, dank Ihnen. Es ist nicht viel, aber wir haben gesammelt, um sie bezahlen zu können. 500 Mon, na besser als nix. So, Textilien, was gibt's hier noch zu kaufen? Vielleicht was Neues? Ja, was? Willkommen! Womit kann ich Ihnen heute dienen? Ah, hier gibt's die magische Perle oder auch die Dämonenmaske. Das Lebenswerk eines Meisters der Maskenfertigung. Seine Frau soll dafür Modell gestanden haben. Was, seine Frau? Ja, okay, interessant, Frau. Aber wir nehmen mal die Dämonenmaske. Bis später, das nehme ich. Danke, dann müssen wir den nie nochmal kaufen. Bitte, hier, bitte schön. Danke. So. Ja, magische Perle, das ist auch interessant. Danke, kommen Sie bald wieder. Für zukünftige Abenteuer. Immer eine coole Idee eigentlich. Ich habe jetzt noch einen Reisball gefunden. Den brauchen wir eigentlich nicht grundsätzlich. Weil der ist nicht so viel wert. Da bringt nicht so viel. Oh, ja, ein bisschen Geld. Also wir haben so viele EPs, ey. Das ist das Problem. Will mal loswerden. Ja, ich habe gehört, dass eine Medizin namens Soma in Amahara kursiert. Ich kenne nur ein Spiel namens Soma, was momentan ziemlich aktuell ist. Danach scheint eine große Nachfrage zu sein. Könnte ein gutes Geschäft sein. Ich habe noch nie was von gesehen, irgendwie, was das auch macht. Irgendwas, irgendwelche Drogen sind oder so, ne? Vermute ich mal, aber was weiß ich denn schon? Ich bin ahnungslos. Oh, Karl Show, wie immer. So. Okay. Verdammt! Oh, hallo! Diesmal ist der Auftrag etwas knifflig. Sie müssen für mich ein Baby finden. Es ist eine komplizierte Geschichte. Gestern wurde ein Baby entführt. Wie immer. Als die Familie die Verhandlung über die Rückgabe beendet hatte, vielleicht bekam er Panik oder so, aber dieser verdammte Entführer hat das Baby irgendwo versteckt, nahm das Geld und verschwand. Wir wissen nicht, an wen wir uns sonst wenden sollen. Ich werde das Baby retten. Danke, wir würden jetzt jede Hilfe in Anspruch nehmen. Tut mir leid, was den Aufenthaltsort des Babys angeht. Die Entführersache noch. Gestohlene Freiheit. Er spielt ja mit uns. Also wir wissen nicht, was der Hinweis bedeutet. Ich schon. Finden Sie das Baby. Wenn Sie sich nicht beeilen, könnte das arme Kind sterben. Bitte. Ja gut, das bezieht sich auf das Magistratbüro. Ach, verdammt, da ist auch hier der blöde Typ da. Naja, müssen wir halt da durch. Ach, das ist wieder so blöd. Jetzt müssen wir ja gegen die kämpfen, gegen seinen Typen. Naja, so ist das. Oops. I'm terribly sorry about that. Are you all right? My apologies. I'm Kusaburo. As you can see, I'm a medicine peddler. Did you have some business here? I don't mean to be nosy, but I was just wondering what a gentle-looking soul like you would be doing in an awful place like that. Curiosity killed the cat, peddler. You were loitering around here yesterday, too. Nobody around here needs medicine. You must be a spy. No, I'm not. I'm just a simple medicine peddler. Don't waste your breath. I'll take care of you right now. Help me! So, you two are together, are you?
Very well. I'll take care of you both. Der Kampf ist so gedacht und sinnlos. Ich sag das nochmal. Lass es einfach, Muto. Da habe ich schon so oft gegen dich gekämpft, die kenne ich mittlerweile. Ah, passen. Ja. Lass es einfach, Muto. Ah, ja, ja, da habe ich jetzt verpennt. So. You're quite good, but I'm onto your tricks now. I've got to take you down for the good of Amahara. Just a minute. Nakamura, I was just... I applaud your enthusiasm, Goshiro, but let's not overdo things. With all due respect, sir, I was just taking care of the Shogunate's spy. Spy? And where do you see a spy? Surely you aren't referring to our friend here. Do you really think a spy would be fighting with a magistrate in broad daylight, Goshiro? But... I understand your sense of duty, but that doesn't give you the right to attack anyone. I'm sorry. Very well. I will release him on your authority, Nakamura. Just don't cause any trouble. I've got my eye on you. You'll have to forgive Goshiro. He's a good officer, but he idolizes the magistrate's office, and that makes him inflexible. But you must be quite strong to stand up to him. I'm very impressed. My name is Sosuke Nakamura. I'm a magistrate, like Goshiro here. Say, have you ever thought of working for the magistrate's office? Amahara would be a better place to live if we had more strong fighters like you on our side. If you like, I can give you a job. No? How cold. Oh well, I'll be going back to the magistrate's office then. Stop by any time. Machen wir später irgendwann nochmal. Weil mich bei dem Spiel schon ein bisschen nervt. Das ist immer so. Obwohl man eine Mission hat in einem bestimmten Gebiet, in einem bestimmten Stadtteil, beginnt dann immer da irgendeine Story-Sequenz. Was willst du denn hier? Hey. Hm? Ich bin mir sicher, dass irgendjemand das Baby finden wird. Irgendwann. Frag mich, wo das Baby ist. Hä? Wovon redest du? Muss mich ja nicht angreifen, Mann. Aber mach's trotzdem. Oh, der ist fast tot. Nanda. Leg dein Schwert weg. Das Baby. Es ist im Buch des Magistrats. Ich weiß. Ich finde das ein bisschen dämlich, weil immer, wenn du so eine Mission hast und in irgendeinem Gebiet beginnt ja trotzdem diese Sequenz, die unter Umständen dafür sorgt, dass man so die Zeitphase halt verpasst für diese Mission. Ein bisschen dämlich, wenn man dann besser machen soll, dass das gar nicht getriggert wird, wenn man dann gleich man gerade eine Mission hat in dieses Gebiet. Weil das ist ein bisschen dämlich, muss man schon sagen. Aber so muss das Baby jetzt hier immer wieder. Man muss wieder suchen. Gestohlene Freiheit, wo ist das im Gefängnis? Wo ist denn das Gefängnis überhaupt? Es sieht euch auch darum, wo es sich befindet, dort. Dann gehen wir hier hin. Ist es aber nicht. Mal gucken. Also, da war es dann, da war es dort, okay. Gut, dann war es dort. Weil das immer ein bisschen nervig, als trotzdem dann diese Story-Kämpfe. Obwohl du was anderes da zu tun hast. Das ist nicht so ganz optimal gelöst in meinen Augen, aber. Naja, ich bin ja nur der ahnungslose Spieler. Ich habe keine Ahnung, was die Entwickler sich immer denken bei sowas. Ich weiß auch nicht, wieso es eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, dieses Punktesystem verstehe ich dann auch nicht. Also, ich verstehe nicht, wieso es überhaupt dieses Punktesystem gibt.
wenn man so viel erreichen muss, um alles freizuschalten. Ich fände das tatsächlich sinnvoll, wenn man das irgendwie an Bedingungen koppeln würde. Du schaltest das und das frei, wenn du dann das und das erreichst in einem Durchlauf. Ja, also beispielsweise ein bisschen Ende zu erreichen oder irgendwas im Wert eines Durchlaufs zu tun oder so. Das wäre in meinen Augen ja viel besser. Also quasi so ein bisschen ja Achievement-artig, vielleicht kann man fast so sagen. Aus heutiger Sicht, damals gab es ja noch gar nicht. Wäre für dieses Spiel relativ passend gewesen. Ich meine, du hast so viele Möglichkeiten. Da können wir diese ganzen Freischaltungen an diese Möglichkeit koppeln eigentlich. Auch im ersten Teil schon, aber beide Male irgendwie versäumt. Oh. Ist das der Besagte? Gott sei Dank, er ist in Sicherheit. Danke, wenn Sie nicht gewesen wären. Hier ist Ihre Bezahlung. 500 Mon, ja. Kriege ich ja mehr als für so eine andere Mission, wo ich da Leute umbringen muss. Ja. Weiter geht's. Haben wir noch ein paar Zeitfahrten vor uns, ey. Och Gott, oh Gott, oh Gott. Mal da kurz hin, gucken, ob wir noch was kaufen können. Ja. Willkommen, wo kann ich dienen? Das ist eine gute Frage. Was ist ein Teufelspilz? Altbewährter Pilz zur vorübergehenden Erhöhung von Angriff und Verteidigung des Benutzers. Aha. Ein von einem fremden Arzt hergestelltes Pulver für ein langes Leben. Maximal EP 1. Aha. Ich werde trotzdem mal einen Rettig gönnen. Das nehme ich. Danke. Dann bekomme ich das Geld. Danke! Wo kann ich dienen? Komm mir nur ein! Der darf, was du willst, das nehme ich! Danke! Guck mir das Geld! Hier, bitte schön! Danke! So, danke, komm halt wieder! Ja, einen nehme ich, einen esse ich jetzt noch, einen vielleicht mit für die Zukunft. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob wir überhaupt welche groß einsetzen, eine mitnehmen werden, aber mein Inventar ist dann immer voll, ne? Boah, jetzt können wir wieder nach Amakase gehen. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. So. Okay. Amakase Show. Ich weiß immer noch nicht genau, worauf ist das eigentlich Bezug hier mit dem Otsuka Show, mit dem ab 18. Was ist denn da eigentlich? Hätte man eben gerade gucken können. Naja, ich verpasse es beim nächsten Mal. Das ist schrecklich. Du bist ein Arbeitssamurai? Es tut mir leid, ich habe im Moment nicht sehr viel zur Auswahl. Nur eine vermisste Person. Das ist voll schrecklich, ne? Ja. Ja. Aber ein Samurai wie Sie interessiert sich ja nicht für so etwas. Ich tue es, muss ich ja. Wirklich? Sie sind ein recht ungewöhnlicher Samurai, nicht wahr? Tut mir leid, sprechen wir über den Auftrag. Die Tochter von Mikawaya, einem Händler, ist nach einem Streit fortgelaufen. Sie scheint wie immer nach Numata Show gegangen zu sein. Bringen Sie uns bitte die vermisste Person. Wer weiß, wo sie hingehen, wenn sie ihn nicht bald finden. Mit meinen Sie sich? Na gut. Dann gehen wir mal wieder nach Numata Show und suchen mal wieder die Tochter. Wenn es nichts weiter ist, wenn sonst nichts weiter ist. Wo ist er denn? Dort diesmal nicht. Oh Mann, ist das schlimm. Seid ihr hier? Ja auch nicht. Wenn ich mal gucken auf der Karte, hä? Ein besserer Plan gewesen. Aber nicht dort auf der Karte. Ich muss wieder auf da drücken, dann kommen wir wieder dahin. Ja. Wo ist denn die? Ist sie da in der Ecke drin? Also, was mir einfällt, ne? Na gut, gehen wir mal da hin. So. Mal hier irgendwo. So,
ehrlich? Er hat sich versteckt. Mann, hey Samurai. Die suchen nach mir, nicht wahr? Das stimmt. Tipp ist mein Vater. Nicht einfach mal selbst nach seiner Tochter zu suchen. Mein Vater behandelt seine Tochter wie eins seiner Werkzeuge. Da irrst du dich. Nein, das sieht ihm ähnlich. Selbst bei einer Hochzeit dient nur seinem Geschäft. Ich habe nichts zu sagen. Er sorgt sich um dich. Da bin ich mir nicht so sicher. Geh wieder nach Hause. Nun gut, ich gehe halt zu meinem Vater. Aber glauben Sie nicht, ich hätte jetzt meine Meinung geändert. Nee, bist jetzt immer abgehauen. Aber wieder versucht. Aber nicht mit mir, Kleines. Mit mir geht das nicht so einfach. Ja, weiter geht's. Ach ja. So. Samurai, ich habe eben gehört, dass Mika Weyers Tochter heimgekehrt ist. Vielen Dank, hier ist Ihre Bezahlung. 100 Mon bekommen, ja, danke schön. Ach, ich sag mal, haben wir immer noch so viel vor uns, ey. Gar kein Ende. Dass es auch mal komplett aufgeladen wird, ey, ist echt total irre, finde ich. 23. August an der Nacht. Ja, können wir gleich wieder dahin. Haben wir genügend Zeit. So. So. Was soll ich jetzt tun? Oh, sie kommen genau zur rechten Zeit. Sie sind wie ein Engel aus dem Himmel. Ich brauche ihre Hilfe. Sie müsste eine Gruppe Gauner verschrecken, die Stadt terrorisiert. Wenn das so weitergeht, wird die Stadt noch zerstört. Das ist perfekt für mich. Wirklich? Danke. Sie sind unser Ziel dorthin. Kakinuma-Show wird zerstört, wenn wir nicht etwas unternehmen. Die Magistrat und die Autogang kämpfen gegeneinander. Sie sind der Einzige, der diese Gewalt beenden kann. Seien Sie bitte vorsichtig. Ah, die Performance wieder unter Kontrolle. Wir müssen mal so wieder was dagegen tun. Ja. Ja. Okay. Wir gehen mal nach Kakinua Show. Weil dort wieder so viel herrscht. Na, überall herrscht der Krieg in dem Spiel. Ja, schlimm. Oh. Ja, jetzt sind wir weg. Hey. Das ist ja fies. Von hinten angreifen. Das ist aber nicht sehr ehrenhaft. Warum muss ich ja jetzt nicht alle kämpfen? Ich habe ja so viele Magistraten gegen mich. Warum? Ich bin hinter dir. Jetzt will ich leicht mit mir rumlaufen. So. Er versucht seinen eigenen Kollegen noch. Nett. Ich wollte auch gerade machen. So. Weg. Kann ich dir nix. Na nur weil ich ein bisschen Geld haben will. So. Also, was hier? Also, haben wir Schwerter hier? Holzschwerter wahrscheinlich. Oder sowas. Verdammt! Aber ja, kurzzeitig schon im Einsatz. Was du denn? So.
Sie haben die Performance wieder in Ordnung gebracht. Ja, so muss das sein. Ja. Ja. Meine Güte, was ist hier viel? Das ist was nie passiert. So viele Leichen. Das ist schrecklich. Da will ich hin. Da möchte ich hin. So. Ah, noch eine weitere Zeitphase abgeschlossen. Sehr gut. So. Sie sind sicher. Unsere Stadt ist sicher, dank Ihnen. Es ist nicht viel, aber wir haben gesammelt, um sie bezahlen zu können. 600 Mon, na super. Das ist Geld, was ich brauchen kann. So. Hui. Da springe ich vor Freude. Hier, so viel Geld. Okay, weiter geht's. So, 24. August, Morgendämmerung. Dann gehen wir mal dahin, ne? Nochmal dahin. YOLO! YOLO! Ja, genau. Oh, was soll ich nur tun? Oh, gerade rechtzeitig. Die Arbeit, die ich dieses Mal für Sie habe, ist etwas wieder zu beschaffen, was gestohlen wurde. Bitte helfen Sie uns. Das, was gestohlen wurde, war sehr wertvoll. Ich muss euch ja hören. Mhm. Wirklich? Danke. Das, was Sie da beschaffen sollen, ist Händler Imawaya Schatz. Der Dieb wurde zuletzt am Stadtrand gesehen. Bitte bringen Sie zurück, was gestohlen wurde. Und der Dieb soll eine rechte Strafe bekommen. Wenn Sie das Gestohlene nicht rechtzeitig finden, wird es Amhara verlassen. Bitte beeilen Sie sich. Na gut, das ist nicht sehr schwer, denke ich. Das soll nicht so schwer sein. So. Na gut. Am Stadtrand. Ja, dann hin, dann gehen wir mal zum Stadtrand. So. Ich wollte ja nicht so viele Gegner hier rumlaufen, also Leute. Deshalb können. Oh, die zum Beispiel könnte dann einer sein. Kidnapper? Gut, gut. Komm mir nicht zu nah. Ah. Gib es zurück. Hä? Es gehört mir. Nein. Was war das denn? Sachi! Okay, wir sollten da vielleicht mal einen anderen Rettich essen. Hatte ich mir eigentlich nicht so geplant gedacht, ich wollte noch ein bisschen was behalten, aber. Nein, ich muss hier offenbar. Aber das Schwert, das eh kaputt ist, aber ich gehe dir kein Risiko ein. Dass ich nie von einem Stumpf erwischt werde. Ah! Das ist ein Baby. Deswegen ist es wirklich eine Schade. Deswegen ist wirklich ein Kidnapper. Und eine Kidnapperin. In dem Fall. Was sowas? Kidnapperin? Ja, das ist ja irre. Was für Sachen gibt hier? Das ist ja gebrut. Das ist ja kriminell, diese Stadt hier. Na, wahrscheinlich hätte man das jetzt nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich auch entführt worden. Aber dann wahrscheinlich von einem Mann oder so. Ja, seltsam. Aber ganz was geschafft. Gut, was gibt das für eine. Was ist das Belohnung? Auch was Gutes. So. Okay. Samurai! Ah, es ist Imawayas Kind! Vielen herzlichen Dank! Hier ist Ihre Belohnung! 700 Mon, na besser als nix. Für die Mühen. So. Oh, da können wir bei wieder weitermachen. Mal gucken, wo ich jetzt eigentlich hin will. Das ist auch eine gute Frage. Ich will euch zu.
Wie soll ich so gut am Morgen? Geh mal was einkaufen. Matsuka Show. Bitteschön. What do you mean you don't have any money? What are you trying to pull on us? You can't just use our medicine and then just decide not to pay. Don't think you can make fools out of us. No, I would never. I mean, I don't have that much money. You want to get yourself killed? Is that it? Hey, I think that's about enough. Thank goodness! A magistrate! Ah, all right, it's Yasuno. I was scared there for a minute. This doesn't concern you, Yasuno. Get lost. I'm afraid I can't do that. Will you never learn that conducting your business out on the street attracts undue attention? You really are dense, aren't you? Shut up! What's that? Who do you think you're talking to? I'm sure we could arrange a trip to the magistrate's office for you. They would be very interested in talking with you. You could give them some very valuable information with enough persuasion. Stop it, Yasuno, and quit complaining. It's not much, but here's your usual cut. Come on, take it. Very well. Now, you guys get lost. Things can get awkward if you stick around too long. Yeah, okay. I'm out of here. Hey, wait for me! Me too! You saved my life. I don't know how to thank you. In that case, why don't you consider giving me a little token of your appreciation? Hmm? You know, a token of your gratitude. Oh, yes, I see. And now I'll be going. Also der hat jetzt die drei vertrieben, allerdings hat er jetzt auch von dem ein bisschen erpresst. Du lässt die Sache einfach so weiterlaufen? What are you trying to say? Und du willst ein Magistrat sein? Ever hear the expression, if you can't beat 'em, join 'em? Who do you think is really in control of Amahara? One word from me, and you'll be rotting in jail with a cold floor for a bed. Of course, I could arrange to overlook things this once, if you give me a token of your goodwill. Kann ich dir was geben? Ich glaube nicht, oder? No intention of paying, eh? Very well. It's off to the magistrate's office with you! Ach so, warum muss ich mal noch gegen ihn kämpfen? Super, gegen Yasuno. Ja, super. Oh nein. Ja, wir machen ja meinen Waffen halt nicht dabei. So, komm her. Nein. Oh, verdammt. So gemein. Hey. Lass es, Was soll das denn? Will ich nochmal gegen ihn kämpfen hier? Na gut. Verdammt. Muto, I guess you guys sometimes come in handy. Yasuno, we got a report that the Yakuza were causing trouble here. Yes, this is the culprit right here. Wait, that's not true. That rotten magistrate was taking a bribe from a merchant and...
Enough! Shut up! Who continues with all this incessant babble? Incessant? What exactly has been going on here, Yasuno? No, nothing. We were just having a little chat, that's all. I find that hard to believe. You'd better try harder. It's the wiser thing to do. No, I must bid you gentlemen farewell. Damn! I'll let you go this once, but don't get in my way again. Aha. Das kommt ja auch da, das kommt jetzt dadurch zustande, weil wir jetzt nicht mit den Autos zusammengearbeitet haben. Weil bei den Autos war es ja so, dass wir ja dann, dass wir quasi dann dort eingeschritten sind. Dann wir statt einer, als statt Yasuno aufgetaucht. Er wollte trotzdem irgendwie was kaufen. So, siehst du? So, wieso ist das jetzt hier was für 18-Jährige? Deswegen, wegen Liquorstore. Willkommen! Womit kann ich Ihnen heute dienen? Was ist denn süße Bohnen? Süßigkeit aus Bohnen in Kükenform. Sehr nahrhaft. Stellt alle GP wieder her. Oh. Oh. Auch wenn er relativ teuer ist, wenn man denkt, dass es 150 kostet. Aber ich werde mir trotzdem mal leisten. Wenn Sie das, was Sie wollen, das nehme ich. Danke. Okay, das Geld. Hier, bitteschön. Danke. Dann nehme ich noch eine. Kann ich heute dienen. Das ist das, was Sie wollen, das nehme ich. Danke. Dann bekomme ich das Geld. Hier, bitteschön. Und rette ich auch noch. Ist das, was Sie wollen, das nehme ich. Danke. Hier, bitteschön. Dann komme ich bald wieder. Natürlich komme ich bald wieder.